Sie vermieten und haben die Zettelwirtschaft satt? Dann haben wir was für Sie. Alle Nutzer, die bei uns eine Anzeige geschaltet haben, können jetzt auch den digitalen Mietvertrag verwenden. Aber was ist das genau? Und wie funktioniert der digitale Mietvertrag? Wenn Sie schon länger vermieten, dann kennen Sie sicher das Hin und Her mit den Mietverträgen. Ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben, versenden, ablegen. All das frisst viel Zeit und kostet Nerven. Daher haben wir den Mietvertrag digitalisiert. Wie das genau funktioniert, zeige ich Ihnen heute. Mein Name ist Sabrina Brauer und ich habe als Produktmanagerin die Entwicklung des digitalen Mietvertrags bei ImmoScout24 begleitet und möchte Ihnen dieses Produkt nun gerne einmal vorstellen. Die erste Frage, die sich vielleicht viele stellen, ist: Und was kostet das? Die gute Nachricht ist, dass Nutzer, die bei ImmoScout24 eine Anzeige geschaltet haben, gar nichts für den digitalen Mietvertrag zahlen. Wer möchte, bekommt eine digitale Unterschrift kostenlos dazu. Ob Index-Mietvertrag mit Garten oder Staffelmiete mit Dachterrasse. Bei uns erstellen Sie Ihren individuellen Mietvertrag, der genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. In Zusammenarbeit mit Großrechtsanwälte, einer renommierten, auf Mietrecht spezialisierten Anwaltskanzlei, haben wir Ihnen einen rechtssicheren und vermieterfreundlichen Mietvertrag aufgesetzt. Durch fortlaufende rechtliche Aktualisierung des Vertrags sind Sie jederzeit rundum abgesichert. Als Vermieterin oder Vermieter sind Sie dank der Haftungsübernahme durch Großrechtsanwälte immer auf der sicheren Seite. Aber wie genau funktioniert der digitale Mietvertrag? Zuerst einmal wird ein Großteil der Daten vorausgefüllt. Aber wie geht das? Informationen aus Ihrer Anzeige, wie zum Beispiel die Adresse Ihres Mietobjekts oder die Quadratmeterzahl, werden dafür verwendet. Die Kontaktinformationen der Mieterin oder des Mieters können ebenfalls ohne händische Eingabe einfach übernommen werden. Das ist bequem, spart Zeit und vermeidet Tippfehler. Ergänzen Sie einfach mit unseren verständlichen Hilfestellungen die noch fehlenden Informationen. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, Informationen anzupassen und individuelle Vereinbarungen hinzuzufügen. Stimmen Sie dann ganz bequem auf digitalem Weg den Mietvertrag mit Ihrer Mieterin oder Ihrem Mieter ab. Den Mietvertrag kann man natürlich klassisch herunterladen und ausdrucken. Wenn Sie möchten, können Sie den Prozess aber auch komplett digital abschließen. Und das geht so. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Mieterin oder des Mieters ein. Er oder sie bekommt nun eine E-Mail mit der Bitte um Unterzeichnung. Es können maximal 3 Mietende digital unterschreiben. Eine Unterschrift kann eingetippt, eingescannt oder über ein Touchpad eingegeben werden. Auch eingetippt ist die Unterschrift rechtsgültig. Wenn alle Mieterinnen und Mieter unterschrieben haben, bekommen Sie eine E-Mail. Sie unterzeichnen jetzt auch digital. Zum Schluss erhalten alle Beteiligten eine E-Mail, bei der im Anhang der unterschriebene Vertrag inklusive mitgelogter Daten als Prüfdokument angehängt ist. Den Mietvertrag können Sie nun ausdrucken oder einfach digital abspeichern. Und das war's. Zeit und Nerven gespart und auch noch was für die Umwelt getan. Aber wollen Mietende überhaupt einen digitalen Mietvertrag? Wir haben über 1000 Mieterinnen und Mieter befragt und herausgefunden, dass über 70% wissen, was man unter einer digitalen Signatur versteht. Über 50% können sich auch vorstellen, den Mietvertrag komplett digital abzuwickeln. Und damit sind wir am Ende unseres Videos zum digitalen Mietvertrag. Ich würde mich freuen, wenn auch Sie ihn bald nutzen. Ein Link zu weiteren Informationen rund um den digitalen Mietvertrag finden Sie in der Videobeschreibung. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.